Spaghetti Bolognese ist ein echter Klassiker für Kinder. Das essen wirklich die meisten gerne. Das ist ein absolutes Lieblingsessen. Laut meinem Kochbuch kommen da aber 200 Milliliter Rotwein rein. Unsere Zuschauerin Sabine Wolf fragt uns, wie viel Alkohol steckt in der Soße noch nach dem Kochen und kann man diese Soße den Kindern bedenkenlos servieren? Und das werde ich heute herausfinden. Isabel kocht die Soße streng nach Rezept. Proben davon sollen später in einem Lebensmittellabor untersucht werden. Und 200 Milliliter Wein kommen noch dazu. Jetzt gut umrühren. Eine Kelle voll, das müsste reichen. Und da werden wir nachher im Labor den Alkoholgehalt messen. Das ist Probe 0, unser Ausgangswert. Ab jetzt kocht der Alkohol mit. Ob mit Deckel oder ohne, das könnte den Alkoholgehalt beeinflussen. Deshalb testet Isabel beides. Um herauszufinden, ob und wie schnell der Alkohol verkocht, entnimmt Isabel weitere Proben. Die erste nach 10 Minuten. Dann kocht die Soße weitere 50 Minuten, bis sie die nächsten Proben entnimmt. Laut Rezept soll die Soße jetzt noch eine weitere Stunde kochen. Das ist die letzte Probe. Die Soße ist ganz schön eingekocht. Die sieht auf jeden Fall anders aus als vor 2 Stunden. Ich koste sie mal. Schmeckt lecker. Aber sie schmeckt auf alle Fälle noch nach Wein. Und wie sieht es mit dem Alkoholgehalt aus? Auf ins Labor. Hallo, Frau Kulik. Hallo. Ich habe hier mehrere Proben meiner Soße mitgebracht. Die Frage ist nun, wie bestimmen wir denn jetzt den Alkoholgehalt? Und das machen wir mit Hilfe eines Enzyms, der sogenannten Alkoholdehydrogenase. Das ist ein Enzym, was wir beispielsweise auch bei uns im Körper haben, in der Leber. Das zersetzt den Alkohol, bildet Abbauprodukte und diese können wir dann hinterher messen. Und wie machen wir das? Wie gehen wir da vor? Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist ganz einfach. Wir werden die Proben nehmen und werden die erstmal richtig gut durchmischen. Und das passiert erstmal hier in einem ganz normalen Mixer. Für die Analyse reicht eine kleine Menge der Probe. Wie viel man Christiane Kulik wiegt sie auf einer Laborwaage ab. Den Alkoholgehalt der Soße kann man nicht direkt messen. Deshalb kommt jetzt ein Enzym ins Spiel. Es zersetzt den Alkohol und bildet dabei ein Abbauprodukt. Der Trick, dieses Abbauprodukt kann man dann messen. Je mehr davon entsteht, desto mehr Alkohol war in der Probe. Ein bisschen müssen die Proben jetzt allerdings noch arbeiten für uns, sondern die Enzyme sind noch da und zersetzen. Das wird noch so circa eine Stunde dauern und dann können wir die Proben genau hier messen. Eine Stunde später. Die Messung ist abgeschlossen. Was haben Sie denn herausgefunden? Ja, wir haben ein erstaunliches Ergebnis herausgefunden. Und zwar haben wir alle Proben gemessen und um das ein bisschen zu veranschaulichen, haben wir einfach mal den gefundenen Alkoholgehalt in Millilitern pro 100 Gramm umgerechnet. In jeder Probe hat Christiane Kulik noch Alkohol gefunden. Wie viel in so einer Portion noch steckt, hat sie in Rotwein umgerechnet und in Becher abgefüllt. Am Anfang 13 Milliliter Rotwein pro Portion. Je länger die Soße kocht, desto weniger wird es. Mit Deckel bleibt deutlich mehr Alkohol drin. Nach 2 Stunden immer noch 5 Milliliter Wein. Was mich jetzt erstaunt, ist, dass nach 2 Stunden Kochzeit tatsächlich noch Alkohol in der Soße drin ist. Dabei sagt man doch immer, Alkohol verkocht sehr schnell und Alkohol hat auch einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser. Wieso ist da noch Alkohol drin? Reiner Alkohol kocht tatsächlich schnell. Das zeigt Christiane Kulik am vorderen Glas. Im hinteren dagegen ist ein Gemisch mit nur wenig Alkohol, so wie in der Soße. Während es vorne brodelt, reicht dem Gemisch hinten die Hitze noch nicht. Der Alkohol verkocht da deutlich langsamer. Das kann man sich so vorstellen, dass der Alkohol so ein bisschen festgehalten wird und nicht so leicht raus kann, als wenn er ganz alleine irgendwo vorhanden ist. Und
Wieso ist jetzt in den Proben, wo ein Deckel drauf war, noch mehr Alkohol als bei den Proben, auf denen kein Deckel war? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man auch schon mal zu Hause gekocht hat und den Deckel abgenommen hat, sieht man immer, dass sich so ein bisschen Wasser gebildet hat und auch wieder runtertropft. Und das ist hier auch nichts anderes. Der Alkohol in das Wasser geht zwar raus, aber es bleibt am Deckel hängen, kondensiert dann wieder und tropft eben wieder in meine Soße zurück. Und dadurch habe ich einfach noch einen höheren Alkoholgehalt, wie man hier einfach sieht. Und jetzt noch die ganz wichtige Frage. Kann ich denn Spaghetti Bolognese, so eine Soße mit Wein, bedenkenlos Kindern geben? Das Ergebnis, was wir hier sehen, hat gezeigt, dass wir immer noch eine beträchtliche Menge Alkohol drin haben. Von daher würde ich vorsichtig sein, denn die Kinder bauen halt auch Alkohol ganz anders ab. Die Leber ist noch nicht so weit wie bei einem Erwachsenen, kann das noch nicht so gut abbauen. Liebe Sabine Wolf, vielen Dank für die Frage. Wie viel Alkohol in der Soße am Ende noch steckt, hängt davon ab, wie viel Wein ich reinschütte, wie lange ich die Soße koche und ob ich einen Deckel auf die Pfanne lege oder nicht. Das heißt, je nach Zubereitung können in der Soße noch relevante Mengen an Alkohol drinstecken. Und deswegen sollte man lieber auf Nummer sicher gehen und für Kinder ohne Alkohol kochen.